Ist gut. Alles gut. Ja, warte mal kurz, der Fahrradfahrer vorbeifährt. Der denkt sich auch. Moin erstmal. Versuch mal die Kamera bitte immer gerade zu halten. Ne? Jetzt sind zwei auf dem Bild. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif. Und wir haben uns noch gar nicht gegenseitig vorgestellt, ne? Kevin, genau. Ja, und zwar geht es heute um das Auto. Willst du gerne was dazu sagen? Stell dich mal vor oder was du sagen willst. Ein bisschen Rücksicht, erst jetzt zum ersten Mal vor der Kamera, ne? Ja, ich bin Kevin, habe das Auto zu verkaufen, weil für mich ist er einfach... Ich wollte einen Diesel haben und ja, dann habe ich ihm öfters gefolgt und dachte, ich kann ihn mal fragen, vielleicht hat er Interesse, vielleicht kommen wir ins Geschäft und so ist der Kontakt entstanden. Ja, auf jeden Fall kurz dazu, ich habe auch eine E-Mail bekommen und auch über die Händler-Homepage direkt, also nicht über mobile oder über Kleinanzeigen, habe ich mich auch gewundert. Weil kriegt man halt selten, also meistens halt wirklich direkt über mobile oder Kleinanzeigen. Ja, genau. Gott, ne, das ist auf die Händler-Homepage gegangen, habe ich die E-Mail so gelesen, habe ich so, okay, habe ich die, glaube ich, geantwortet. Genau, WhatsApp, per WhatsApp. Ich habe den WhatsApp-Kontakt aufgenommen. Und dann meinst du, das zu finden. Ich sage, ja, worum geht's denn? Ja, um das Auto, so. Ich sage, okay, wir sind auf uns aufmerksam geworden. Weil ich habe mich halt gewundert, weil es über die Händlerseite ging. Dann meinte er so, ja, YouTube, dies, das, tralala. Ich bin auch hier aus Göttingen. Ich sage so, ja, cool, warum nicht? Können wir gerne telefonieren. Genau. Ja, dann hast du mir gesagt, hast mir zwei, drei Bilder geschickt, du willst dieses Auto verkaufen. Richtig. Aus dem Grund, dass, weil du dir ein neues Fahrzeug gekauft hast, also ein neues gebrauchtes. Und dann meinte ich so, ja cool, hatte ich so noch gar nicht. Also ich habe ein, zwei, dreimal schon Autos angeboten bekommen, aber es wurde sich einig geworden oder bin ich auch nicht weiter groß drauf eingegangen, weil es halt einfach nicht gepasst hat und auch viel weiter weg war. Und ja, dann habe ich mir so gedacht, komm, wenn du Bock hast, wäre jetzt das erste Auto, was ich so über YouTube kaufen würde. Wenn du Bock hast, lass gleich Video dahin. Hast gesagt, gerne, warum nicht? Fand ich auch cool, macht ja auch nicht jeder. Ja, auf jeden Fall ein paar Eckdaten zum Fahrzeug. Ich habe mir das Fahrzeug noch nicht angeguckt. Also ich habe nur zwei, drei Bilder. Die sind gerade ausgeschrieben. Wir haben uns nicht mal vorgestellt. Nur kurz gesagt, hier so. Wir gucken uns gemeinsam das Fahrzeug an. Ich gucke mir das Fahrzeug an. Preisverhandlung machen wir dann, wenn die Kamera aus ist. Und danach sagen wir einfach, ob wir uns geeinigt haben oder nicht. Ganz einfache Kiste. Genau. So, ne? Ja, erzähl mal bitte, was zum Fahrzeug? Wie lange hast du das Fahrzeug? Also ich habe den jetzt ungefähr 2,5 Jahre. Habe ein halbes Jahr nach Kauf ungefähr Zahnriemen, Wasserpumpe, Zündkerzen, Kraftstofffilter, also alle Filter gewechselt, habe Ventildeckeldichtung gewechselt, dann habe ich, ich glaube das heißt Ansaugbrückenflansch, der ist gewechselt worden, also was hier unten sitzt. Kurz vorweg, der ist Baujahr 2004? Genau. Ist ein 3,2? Genau, mit 211 PS. Mit 211 PS, GTC nennt sich das, oder wie nennt sich das? Genau, GTC. Ne, ich hatte so ein Fahrzeug GTS, ich hatte so ein Fahrzeug selber noch nicht. Und ich muss dazu sagen, deine E-Mail war aber auch schon sehr ausführlich. Also du hast direkt Fahrzeugdaten, was gemacht wurde, was nicht gemacht wurde und hast du gleich alles quasi aufgelistet. Deswegen habe ich da auch ehrlich gesagt den Kontakt aufgenommen auch. Ne? Also es ist immer so ein bisschen viel wert, wenn man gleich Fakten auf den Tisch legt, sozusagen. Gut, ich sehe auf jeden Fall gleich schon direkt, Scheinwerfer sind matt. Die habt ihr versucht auch aufzupolieren? Die haben den Spuren. Die wurden... Ja, das sieht für mich aus wie Politur. Ja, die wurden... Also dieses Fahrzeug sieht war bei einer sehr renommierten Aufbereitungsfirma hier in Göttingen. Ich möchte keinen Namen nennen. Ja, alles gut, mach. Und hat mich viel Geld gekostet, aber leider sind die Scheinwerfer genauso schlecht wie vorher gewesen. Ja, das Problem in dem Fall ist auch, dass es Xenon-Scheinwerfer sind. Und wenn man die jetzt komplett austauschen müsste, wird das sehr teuer. Egal welches Auto, egal welches Baujahr. Ich denke mal, hier müssen wir mit 200, 300 Euro dabei. Das Problem ist... Wenn man vielleicht das Glas selber wechseln kann? Das kann man wohl wechseln. Das Problem ist halt einfach gewesen, ich war dann noch bei einem anderen Aufbereiter und der hat mir dann genau bestätigt, dass die gar nicht aufbereitet worden sind. Also er hat mir praktisch das Geld außer Hand gezogen. Also für mich sieht das aus, ich verstehe schon, du hast quasi bezahlt, aber es wurde nichts gemacht. Aber für mich sieht das nach Politur aus. Ja, weil die haben zu mir gesagt, das wird gewesen sein, weil die außen ja poliert sind. Das kann natürlich auch sein. Und, wann war das? Wann war das? Das war im November, Dezember 19. Die denken sich bestimmt auch, was ist die Lust. Ja, ich sehe, Ölwechsel wurde gemacht. Ist der so ein Check-If gepflegt?
Genau. So, was hat er jetzt gelaufen? 130, 505. Ansonsten hat er mir auch gleich vorab gesagt, die Bremsen sind neu, die Reifen sind... Oh. Ja, die Reifen sind, die sind von 19, die Sommerreifen. Sind noch Winterreifen dabei? Sind Winterreifen auch dabei? Ja. GTS ist das, ne? Genau. Winterreifen sind aus November, Dezember 19 und die Sommerreifen sind auf Stahlfängen waren die, ne? Hast du gesagt. Genau. Ja. Checkhefte ist oben. Ja gut, das gucken wir uns dann nachher in Ruhe an. Genau. Wie viel Hand ist der jetzt? Ich bin der dritte Besitzer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte auf den Bildern, das Foto, was ich gesehen habe, dass das schwarz wäre. Du hast mir gesagt, das geht ein bisschen schwer auf, ne? Genau. Was mir bei ihm direkt aufgefallen ist, ich habe ja ganz kurz, einmal hat er mir das erklärt mit der Heckklappe vorab, ne? Und ich habe natürlich auch den Ablauf vom Video erklärt, ne? Oder beziehungsweise haben wir kurz darüber gesprochen. Die sind schon vom Vorbesitzer, da weiß ich nicht, was er gemacht hat. Mal. Also entweder, ich weiß nicht, also ich will jetzt einfach mal meinen, nachlackiert. Also nachlackiert ist er nicht. Okay. Das habe ich schriftlich. Gut, stimmt, aber vor allem, warum geht an beiden Seiten? Ne? Deswegen würde ich jetzt sagen. Also ich war damit bei Opel und die meinten, es wäre wohl mal eine Krankheit gewesen, dass das hier abgeplatzt ist. Gut, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also bei mir wurde er nicht nachlackiert. Laut Vorbesitzer ist er unfallfrei und nachlackierungsfrei. Ja, laut Vorbesitzer, wie viele Vorbesitzer hat er denn? Drei? Also zwei. Zwei. Einer, ja. Der hat bei Opel gearbeitet. Und versuch mal ruhig ein bisschen zur Kamera. Und der Erstbesitzer war ein LKW-Fahrer, der stand da mehr in der Garage, als er gefahren ist. Deswegen hat er auch so wenig gelaufen. Hm. Ja gut, ich sage jetzt auch ganz ehrlich, das stört mich jetzt auch nicht so extrem, weil halt wegen Baujahr, ne? Wenn es jetzt ab 2009, 10, dann ja, würde ich sagen, das wäre okay, was anderes. Na, ist jetzt 2004. Ne? Ansonsten, Motor hat es ja schon gestartet, hast du aus der Garage rausgeholt. Genau. Was mir nur aufgefallen ist, dass die beim Ölwechsel vergessen haben, die Serviceanzeige zurückzustellen, weil er sagt, jetzt bitte Ölwechsel machen. Okay, ja, wurde ja vor einem halben Jahr gemacht, ne? Genau. Vor 1500 Kilometern. Wie viele Schlüssel hat das Fahrzeug? Zwei. Zwei. Film mal ruhig hier rein. Das Originalradio hast du ja nicht mehr, ne? Ne, hab ich noch nie gehabt. Fünfgang, Schlüssel? Ne, das falsche. Wie lange hat der jetzt noch TÜV? Gar keinen mehr. Gar keinen mehr, seit wann? 07. Seitdem steht er auch in der Garage, weil ich dann kurze Zeit einen Firmenwagen hatte. Hat auch zwei Schlüssel, ne? Habe ich eben schon gefragt. Ne? Genau. Ich bin immer vergesslich, wenn ich Autos kaufe. Ja, Batterie ist ein bisschen schwach. Ja, was meinst du jetzt, bevor wir jetzt Probefahrt machen? Kannst du mir irgendwas vorab sagen? Ist irgendwas auffällig gewesen? Irgendwas? Nö. Das, was alles auffällig war, das ist alles gemacht worden. Koppelstangen sind neu, Bremsen sind komplett neu und sonst war eigentlich nichts. Da würde ich sagen, machen wir mal eine Probefahrt. Ist es in Ordnung oder willst du mitkommen? Oder? Mir egal, kann auch warten. Steig mal ruhig hinten ein, steig du auf den Beifahrer ein, gib mal deinen Autoschlüssel. Nur eine kurze Probefahrt, also. Ja, ich will nur hier, weil mein Fahrrad hier drinne steht. Ja, legen wir vorne rein. Ist ja nur für eine kurze Probefahrt. Geblitzt werden wir hier schon nicht, ne? Eigentlich nicht. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall coole Sache. Ich hätte das auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Was ist denn jetzt los? Achso. Dass man quasi durch YouTube-Videos oder durch den Account irgendwie in der Hinsicht auf sich aufmerksam macht. Du hast ja auch gesagt, beim Telefonat hast du ja gesagt, hast du auch regelmäßig geguckt, ob ich so ein BMW habe oder kriege, ne? Genau, meine Hoffnung war ja eigentlich,
meinen BMW bei dir zu kaufen. Ja, cool, aber wie kommt man dazu? Also, du kennst, ich meine, ist das so von den YouTube-Videos oder? Naja, weil ich meine, selbst durch YouTube kann man ja signalisieren, wie sympathisch einer ist oder wie vertrauenserweckend jemand ist. Okay. Und bei dir hat man halt, oder habe ich zumindest ein sehr gutes Gefühl gehabt, weil du halt sehr offen bist und nicht wie andere irgendwelche Geschichten erfinden, um irgendwie Klicks zu bekommen oder sowas. Das ist auf jeden Fall, sage ich dir ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall so eine, mir ist das egal, wirklich wegen Auto kaufen oder verkaufen, ist mir egal wegen YouTube, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Also es hat ja vorher auch funktioniert, Gott sei Dank. Wenn sich das Geschäft dadurch erweitert, ist natürlich auch mega geil, ist natürlich was immer mehr, ne? Aber klar, war überhaupt nicht meine Intention dahinter. Ich finde das eher geil, wenn ich einfach so allgemein Abos kriege oder Leute kommentieren, so dann cool, so weißt du, so etwas Nettes, so, ne? Oder auch so Tipps geben vor allem. Keine Ahnung, so ist es halt, ist mir erstmal mehr wert, wenn ich ehrlich bin. Das ist richtig. Ja, weil ich kann ja ich habe jetzt über 2000 Abonnenten, ich könnte eh nicht mal 10% abdecken, wenn die 10% ein Auto kaufen wollen. Könnte ich eh nicht die 10% abdecken, dass die auch dieses Auto bei mir finden, ne? Weil es geht ja ums Auto. Es geht ja nicht, ey, ich mag den, ich finde den cool, ich kaufe jetzt einen Skoda Fabio, obwohl ich eigentlich einen Golf 5 haben wollte. Das macht ja keiner, klar. Ist ja klar. So, ne? Deswegen, das ist mir eigentlich relativ. Aber wenn man so eine Bestätigung kriegt und dann auch das Vertrauen so, hier komm, ich habe ein Auto, willst du haben? Plus, ich wollte eigentlich bei dir ein Auto kaufen, das ist schon krass. Schon krass. Oder was sagst du? Ja, was kannst du mir noch sagen? 2,5 Jahre das Auto gehabt? Jetzt mal so kurz und knackig. Genau, also ich hatte alles, was mir aufgefallen ist, habe ich machen lassen. Also habe halt darauf Wert gelegt, dass das Markenqualität ist, die da reinkommt. Also Bremsen, Reifen ist alles was Vernünftiges, nicht? Genau, also nicht hier irgendwie Ling Long oder so eine Scheiße. Weil wenn man ein bisschen sich mit Autos beschäftigt, ne, dann möchte man halt auch ein bisschen Qualität haben. Und deswegen sind hier eigentlich immer nur hochwertige Sachen reingekommen. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch manchmal so, ich sag jetzt mal, billigere Bremsen gekauft. Jetzt aber auch nicht von eBay oder sowas, ne? Aber einfach so die günstigere Wahl genommen. Und ganz ehrlich, dann sind die Sensoren nicht dabei. Oder irgendwelche Klammern sind dann nicht dabei. Oder die quietschen schon am Anfang. Deswegen habe ich mir auch gesagt, auch wenn das, habe ich auch meinen Teilhändler gesagt, ey, auch wenn das für Kunden ist, auch wenn das Auto zu verkaufen ist, ich will meine Ruhe haben, ne? Und nicht, dass nach einer Woche die Bremsen quietschen. Da habe ich jetzt auch ein bisschen was geändert. Wie macht man das? Ich lasse mich kurz überlegen. Wir können ja auch in diesem Video sagen, ob ich gekauft habe oder nicht, weil du hast ja noch ein anderes Auto gekauft. Sieht man ihn jetzt mit drauf? Du hast ja noch ein anderes Auto gekauft. Genau. Also das ist ein Ersatz, ein Diesel, einfach aus dem Grund wegen der Spritpreise auch. Was braucht denn der hier so? Boah, wenn man ihn normal fährt, so 10, 11. Okay. Und wenn man Spaß hat, so 13, 14. Kommt aber immer drauf an. Also wenn ich viel Autobahn fahre oder gefahren bin, dann waren es so bei 12. Okay. Aber Stadtverkehr, da ist er halt. Also ich sag ganz ehrlich, so im Großen und Ganzen, lass mal das so zusammenfassen vor dem Wagen. Ja, also ich sag mal jetzt im Großen und Ganzen, von den Bildern und der Beschreibung hat er mir auf jeden Fall sofort zugesagt, was du mir so geschickt hattest. Klar, haben wir da schon ein bisschen verhandelt, ne? Genau. Hast du den Schwitzkasten genommen, machen wir gleich noch mal ein bisschen mehr, ne? Weil, ja, das gehört dazu. Also jetzt einfach zu sagen, ach, ich habe gar nicht mehr verhandelt und ich kaufe das Ding, ob ich das jetzt kaufe oder nicht, ist nicht so, man handelt immer. Das stimmt. Ja. Aber ich muss sagen, da war ich, genau, das stört mich extrem, weil ich weiß, dass egal, ob Xenon-Scheinwerfer, ob das von Opel, von einem Golf, von einem... Die haben da früher richtig Probleme, alle gehabt. Ja, aber ich will damit sagen, auch hier bei deinem BMW, Xenon scheinen wir jetzt die zu kaufen, ist übertrieben teuer. Ja. Egal ob gebraucht oder neu, so wie du kannst vergessen, aber auch gebraucht. Und auch wenn er jetzt, der ist auch schon, wie alt ist der? 2009. Xenon scheinwerfer sind immer teuer, egal was für ein Fahrzeug. Selbst ein Golf 4, wenn du da Xenon scheinwerfer finden solltest, sind teuer. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, auch wegen TÜV. Ne? Da meckern die auch gerne. Ansonsten finde ich, dass er von außen, gut, Lacktest habe ich jetzt nicht mitgenommen. Einfach aus dem Grund, bei so alten Autos, der ist jetzt 2004. Du, dann ist es halt so, wenn er nachlackiert ist, dann ist er halt nachlackiert. Und Kotflügel wurde auch schon gewechselt? Das weiß ich nicht. Also bei mir jedenfalls nicht.
Ne? Wir fassen das Ding jetzt nochmal ganz, so wie ich eigentlich Autos kaufe, fassen wir das Ding jetzt mal kurz und knapp zusammen. Ne? So, Scheinwerfer. Das sind jetzt auch nicht Gründe zum Verhandeln. Das ist einfach nur für mich eine Zusammenfassung. Mhm. Ich will das Auto auch nicht schlecht reden. Mir gefällt das, der Motor ist stabil. Du hast auch einiges gemacht. Bremsen, Reifen, Inspektion, das sieht alles vernünftig aus. Gerade Zahnriemen bei dem Motor sieht sehr groß aus. Was ist denn das hier? Hat der zwei Motoren? Komm, zeig das mal. Ja, der läuft ja hier hinten. Ja, aber sieht aus wie so zwei Dings. Wie viel? Sechszylinder? Das ist ein V6. V6, ne? Ja gut, das aber hier, also sieht aus, als ob du wirklich so zwei Motoren hast, wenn du hier so die Zahnriemenkästen siehst. Zweimal Golf 4. Ja, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Also da war die Schraube schon ab beim Kotflügel. Das sieht aber trotzdem nicht irgendwie aus. Noch rosttechnisch irgendwas? Rosttechnisch. Also er hat eine Sache gehabt, wie ich ihn gekauft habe. Hier. Ja. Das habe ich aber machen lassen bei Bayer. Aber kommt jetzt nach 2,5 Jahren wieder so ein bisschen zum Vorschein. Aber war halt noch nicht durch. Aber sonst kein Rost. Michelin-Reifen. Ja, wie gesagt, hier hinten geht der Lack ab. Ne? Das ist, mir ist es eigentlich relativ, aber du musst halt immer den einen potenziellen Käufer dann erklären, weißt du? Ja, klar. Und du erklärst mir das, ich glaube dir, ich finde es auch nicht so schlimm, sag ich mal. Ne? Aber wenn dann jemand kommt, komm und erklär ihm das. Die abnehmbare Anhängerkupplung hat er noch. Die habe ich rausgenommen und Ersatzrad hat er auch. Das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall trocken hier alles. Genau. Die Anhängerkupplung wurde nachgerüstet? Nee, die ist Standard. Okay. Deswegen ja auch hier die, das war wohl damals so. Was ich halt cool fand, ist, dass der eine Doppelauspuffanlage hat, aber gut, bei 3,2 Liter, ne? Eine Kennzeichenbeleuchtung geht nicht. Aber man fährt sich auch vernünftig, also nichts ausgeschlagen, nichts am Kleppern, nichts am Schleifen. Deswegen, so eine Kennzeichenbeleuchtung ist halt relativ. Centbeträge. Ja, alles gut. Aufbereitet werden musste auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wann hast du den aufbereiten lassen? 2019. Achso, damals. Okay. Aber ja, mehr schlecht als recht. Da gab es auch dann mit Rechtsanwalt und so, weil ich gesagt habe, ich zahle das nicht für diese schreckliche Leistung. Ja, letztendlich habe ich recht. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich merke auch direkt, Kevin, ne? Ich merke auch direkt, dass du Wert drauf legst bei deinen Autos. Also dass du wirklich, wenn du schon sagst, ja. Reifen sind Michelin, Bremsen bezahlst du auch Geld für das Vernünftige sind und. Dann hast du auch so eine kleine, sag jetzt mal, eine kleine Stelle auch nachlackieren lassen. Ich kenne die Firma Bayer auch, hier in Göttingen ist Lackiererei, ist ein großer Betrieb. Ich denke auch nicht, dass die billig sind oder günstig sind. Ne? Alles so. Andere als günstig. Und ja, da würde ich sagen, setzen wir uns gleich hin. Dann sage ich einfach, was ich machen kann, was ich geben würde. Werde ich euch nicht verraten. Er wird es euch auch nicht verraten. Das ist klar. Das müsst ihr auch verstehen. Das ist immer noch eine geschäftliche Angelegenheit. Wenn wir uns einig werden, seht ihr uns gleich wieder vor der Kamera. Und ich habe dir auch vorgeschlagen, beziehungsweise ich hätte Bock darauf, dein Auto vorzustellen. Können wir machen. Hast du auch gesagt, dein Feedback würde mich auch interessieren. So, genau. Ob das ein guter Kauf war, ob es ein schlechter Kauf war. Drehen wir gleich auch nochmal ein kurzes Video zu. Ne, da könnt ihr das auch erwarten. Das kommt dann auch danach. Das sieht auf jeden Fall schick aus. Also mir gefällt das schon so. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns gleich sowieso. Bis gleich. So, mein Lieben, er kommt nicht mehr wieder. Er ist ins Haus gegangen, kommt nicht mehr wieder. Nee, Spaß beiseite. Ich habe jetzt nochmal alles in Ruhe angeguckt. Ich habe hier nochmal festgestellt, die Stoßstange steht ein bisschen ab. Er hat mir aber erklärt, dass meine Birne kaputt war. Deswegen war die Stoßstange mal runter. Wir haben auch schon verhandelt. Ich habe einen richtigen Schwitzkasten genommen. Er muss natürlich jetzt die Frau fragen, ob die das absegnet. Wie man es so kennt, ne? Entweder Nacht drüber schlafen oder Frau fragen. Mutter. Mutter? Ehrlich? Ich hätte verstanden, Frau. Sicher? Na, ist egal. Wir werden es gleich auflösen. Auf jeden Fall, ja, ich hab Argumente geliefert, wie es ein exotisches Fahrzeug gibt es natürlich seltener, aber muss natürlich auch wieder eine Käuferschaft finden. Ich muss den TÜV machen, ich muss mich um die Scheiben verkümmern, entweder austauschen, wenn ich sie nicht aufbereitet kriege. Ansonsten, ja, sind da so Sachen, wo ich nicht weiß, was auf einen zukommt. Seine Argumente sind natürlich vernünftige Reifen, Zahnriemen ist schon gewechselt und so weiter und so fort. Es muss ich natürlich auch zustimmen. Deswegen, wir waren bei dem Preis, oder sind immer noch bei dem Preis, wie wir uns eigentlich vorher, wie wir uns vorher schon quasi ausgetauscht haben. Und schauen wir mal einfach, was passiert. Versuchen wir, dass er nicht mit auf dem Bild ist. Besser weiß ich was im Nachhinein. Moin. Moin. Hallo.
Jetzt aber nicht mit der Methode Weihnachtsgeschenk und Geburtstagsgeschenk fürs Kind, ne? Wegen 50 Euro mehr, 100 Euro mehr, wegen Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk. Das sind die richtigen Methoden, ne? Ja, was machen wir? Machen wir? Deal? Deal. 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 Er wollte 50 Euro mehr wegen Weihnachten. Ich habe gesagt, Weihnachten ist vorbei. Aber 50 Euro für die Kleine. Wie viel? 50. Machen wir 20 Euro. Okay. Ne? Aber das ist doch nur, weil die Kamera läuft. Gut. Ne? Machen wir gleich Kaufvertrag fertig, Bezahlung. Nehmen wir das Ding auch sofort mit. Hol ich die Winterreifen, Anhängerkupplung, alles raus. Genau, kriegst du alles selber, ne? Oh, mal gucken. Ja, alles gut, machen wir gleich zusammen. auf jeden Fall, Dankeschön. Auch für den Kontakt, dass du Kontakt aufgenommen hast. Ich habe auch zu danken. Ja, ehrt mich auf jeden Fall auch. Es geht mir nicht nur jetzt ums Auto oder ums Arbeiten oder um Geld verdienen. Ne? Auf jeden Fall Dankeschön auf dieser Stelle, an dieser Stelle. Und ihr wisst ja alle, was zu tun ist. Bleibt alle gesund. Wir werden gleich eine Bestandsaufnahme mit deinem BMW noch machen. Genau. Und ja, trink viel Wasser. Hast du irgendwas zu sagen? Bleibt gesund und munter. Bis dann.